So, wir starten eine weitere Runde Dead by Daylight und JP Glatze McIlroy Schachtelheim, so nenne ich dich jetzt, das ist jetzt ein vollständiger eingetragener Name im Perso, muss Ausgangstor oder entkommen? Nur entkommen reicht. Ob entkommen reicht. Okay. Ja. Und ich muss einen neuen Gegenstand mit rausschleppen. Yeah. Und Kevin hat nichts zu tun. Ja. Aber vielleicht schaffst du das Ziel auch hier im öffentlichen Spiel. Als Überlebender. Es muss nur ein Bekiffter mitspielen, dann triffst du einen benebelten Überlebenden. Ich hoffe, ich flieg nicht wieder raus. Das wäre blöd. Bei eben in der Runde war es echt so, dass ich dich vom Haken holen wollte und die Animation vom Haken holen, die ist eingefroren. Oder ich konnte die Aktion schon gar nicht mehr wiederholen. Und okay. Ja, dann war ich raus. Ich stand schon bei dir vom Haken. Also, warst du vorher irgendwie so im Busch an einem Stein? Ja, genau. Und dann habe ich gewartet, bis der Geist vorbei ist. Und der Geist war auch schon an mir vorbei. Der war also weiter hinten Richtung Generator. Ich habe ja dieses Schimmern von ihm gesehen. Und dachte, okay, jetzt rennst du mal los. Habe dabei auch noch nach hinten geguckt, aber nicht irgendwie mir wieder folgt. Habe ihn dabei aber nicht gesehen. Wollte ich dann vom Haken holen und dann war Ende. Aber wie gesagt, ich lade die Videos ja hoch und dann kannst du das auch gerne mal begutachten. Ach nee. Ui, wahrscheinlich. Geil. Naja, Tagesziele, ne? Töte einen mit den eigenen Händen, 60.000 Blutpunkte wert, das erledigt man natürlich flott. Also jetzt schön Mori in der Fleischfabrik. Welchen Killer nehmen wir? Krankenschwester. Krankenschwester, perfekt. Ja, dann geht's nur 3 Minuten. Komischerweise in diesen Indoor-Maps, wenn ich gar nicht so auf die Verfolgung fixiert bin, sondern wirklich nur auf die Generatorenkontrolle mit der Krankenschwester, geht die Runde so schnell vorbei. Ich hatte letztens die Fleischfabrik und die haben nicht einen Generator geschafft. Autsch. Ruin mal wieder. Aber nur für 2, ich bin nicht betroffen. Edel! Und ich bin im Fußstall, im Verfallenen. Ich hab gerade wen gesehen. Mich? Nee, Meyers, er ist in der kleinen Hütte. In der kleinen Hütte? Da geht er. Ja, ja. Da geht er gerade hin. Wie weit ist der Fußstall von der kleinen Hütte? Och, Meyers, geh weg. Ich guck dich an. Einmal aufhören. Meyers, hör auf zu gucken. Ja, Michael. Hier spielt doch gar nicht deine Obsession mit. Lori, Lori, Halleluja. Ach, da hinten ist er, okay. Der Palettenkicker. Er könnte gleich an den Generator vorbeikommen. Ja, ich. Ja, folgt mir scheinbar nicht. Ich bin auch von ihm betroffen. Ich kann dir mal helfen. Ja, 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 ja. Es ist zum Glück die Obsession. Aha. Ah, wenn er einen Mori hat.
Vielleicht hat er auch noch dieses auf drei die Leute killen, dann haben wir ein Problem, ne? Ich. Eben mein Bild. Achso, hier. Ja. Okay. Hallo. Hallo. Ja. Du hast auch noch Wachsam drin, ne? Mhm. Ja gut, dann hast du ja auch gesehen, wo er gerade ist. Ja, jetzt wissen wir es eh alle. Ja. Nee, Wachsam habe ich noch rausgeworfen. Ach so. Ich habe jetzt mein Lieblingspack dabei, weißt du doch. Kannst du mit mir? Ja. Nö. Was ist denn dein Lieblingsperk? Wildpferd ist mein Lieblingsperk. Was? Ich hab's immer noch nicht verstanden. Wildpferd. Wildpferd? Ja, es ist zwar eigentlich relativ schlecht, aber es ist trotzdem cool. Ja, macht Sinn. Wo ist dieses doofe Ruintotem? Bleib stehen, ich kann dich doch mit einem. Er will doch jetzt eh mich. Der bleibt auch dauerhaft auf 3, der Sack. Ja, da gibt's ein Add-on. Aber dann muss ich doch saumäßig viel stoppen, ne? Ja, ich nehme an, dass er das Add-on drin hat, dass er sich an der Obsession schneller hochstalkt. Weil er sie auch so lange gejagt hat. Na toll! Ist er noch bei dir? Nein. Jetzt bei mir. Ja. Und da wo ich liege, ist auch sein Ruin-Totem. Okay, gut zu wissen. Da wo ich jetzt hänge, genau vor mir steht es. Warte, du brauchst. Direkt vor dir oder was? Ich hab so einen ganz guten Blick da drauf. Das Schöne ist, da er dauerhaft auf 3 ist, hören wir ihn ja jetzt früh genug. Und er kann nicht stalken. Wo ist das? Ich überlege gerade, ob es nicht mehr Sinn macht, erst das Totem zu zerstören. Ach, das macht er. Ja, deswegen mache ich das. Okay, gut. Ja, er kommt aber auch. Claudi, hau ab. Oh Mann, ein Meyers mit dauerhafter Diabolik 3 ist zum Kotzen. Und ich wette, er hat trotzdem noch niemanden drin, dem Tod drin. Das wär's ja. Er hat doch kein Mori, oder? Der hatte einen Mori, doch. Hat dann anscheinend kein Kindes, oder? Sie schien noch nicht zu hängen, oder? Doch. Doch. Ich hab gleich den nächsten Generator. Ich geh sie mal holen. Ja. Ja, er kommt Richtung, aber das passt.
Ich hab viel, solltet nur abhauen. Ja, er hat die Verletzte. So. Rücken weg. Ja. Denken die Palette jetzt, dass er wiederkommt. Lass mich oder lass uns mal abhauen hier. Ja? Wenn ich gerade richtig gesehen ja, habe. Er sieht dann wieder her. Irgendwo hier hinten warst du doch einen Generator machen, oder nicht? Mein Generator ist fast fertig. Ja, aber nur fast. Das müssen wir beschleunigen. Ja. Er kommt zu... Nein, er kommt nicht zu euch. Der geht jetzt wahrscheinlich schon. Ja, aber nicht in deine Richtung. Ich komme also. Ja. Hallo! Und zum weg. Tor, los geht's! Ich glaube, das hier ist das letzte Tor, dann brennt es. Nö. Ja. Er ist auch am anderen Ende der Karte. Er ist schnell. Er ist schnell? Na, mal sehen, ob es erkennbar wird. Hey, da ist er. Kannst du nochmal holen gehen? Hey, ich hab ihn direkt am Arsch. Ich kann ihn nicht holen. Okay, warte. Ich hol ihn. Tu's nicht. Obwohl doch. Mach. Hier ist auch die Luke direkt vor mir, also. Schnell weg hier. Puh. Okay, ich bin raus. Gut. Wie gesagt, die Luke war direkt bei mir, falls du die brauchst. Ja, ich warte direkt. Ja. Und? Sehr schön. Wow, okay. Yep. Oh, nett. Und er hätte doch alle töten können, er hat es wahrscheinlich vergessen. Was will der? Naja, zwei entkommen. Die Aufgabe erfüllt. Das ist auch wichtig, genau. Mm-hmm.
Ich glaube, die nächste Runde wird meine letzte. Wo bist du denn eigentlich schon? Halb zwei. Geil. Ja. Guck mal, was ich mit ihr noch hab. Ich will ja irgendwas auch spielen, dass wir hier Punkte kriegen. Ja, ne. Du musst jetzt einfach Quentin nehmen. Ja, ich guck gerade. Aber selbst bei ihm habe ich, glaube ich, in der Runde, wo ich ihn präsentiert habe, das ausgehauen. Nee, mit Atze habe ich auch nichts mehr. Komm, Lappen Dwight. Auch nicht, gibt's doch nicht. Mit ihm müsste ich eigentlich ordentlich was haben, weil ich ihn. Ja, okay, dann wird's eben mehr. Ich hab nur Scheiße mit ihm, aber so ist das eben. Ich guck nochmal, wie ich ihn vielleicht anders ausrüsten kann. Ich glaube, ich spendiere mal ein paar Punkte und gucken, was dabei rauskommt. Schön billig die Stufe hochzukommen. Hier haben wir schon mal städtische Invasion. Das ist schon gut. Zusammen mit Eiserner Wille auf jeden Fall. Wir werden ewig geiern. Nehme ich auch mal mit. Bonuspunkte hat man auch immer wieder gern. Geliehene Zeit 2. Mit mir oder Plünderspür sind beides jetzt nicht so toll. Hallo, endlich tanz mit mir. Ah, nicht mit Jay. Ja, ups. Das macht man, wenn man jemanden spielt, den man auf. Ich könnte es mit Ablenkung versuchen. Wie gesagt, ich gebe gerade ein paar Punkte aus. Geht gleich los. Hallo. Link oder Entscheidungsschlag. Auf Obsession habe ich wenig Lust. Und da haben wir. Okay. Ich glaube, das sollte erstmal reichen. Und dann gucke ich mal, wie ich ihn jetzt ausstatte. Zack. Also Einfühlungsvermögen ist immer gut. Wir werden ewig leben. Wo ist denn der eiserne Wille hin? Hallo? Ah, nur auf 1. Das ist scheiße. Dann wird's Observierung und städtische Invasion. Gut, aber dafür gibt es blutige Partyluftschlangen zum Abschluss. Das wird nochmal Zeit. Und damit die sich auch lohnen, habe ich eine Regenbogenkarte dabei. Und jetzt starte ich neben dem Killer mit Franklins Niedergang. Ja. Mr. Noob! Warum David? Ich habe das andere Tagesziel nochmal gewechselt. Ja. Und soll jetzt Leute vom Park machen. Mit ihm? Okay. Hast du ihn schon groß gesteigert? Ja.
gerade auf Level 5 gebracht, damit ich wenigstens 2 Perks habe. Okay. Das war keine Killer-Opfergabe. War zu hell. Von wem dann? Von dem letzten Überlebenden nehme ich an, dass wir vielleicht zusammen starten. Oder er am weitesten vom Killer entfernt. Okay. Oh Gott, bin ich jetzt müde. Nur weil ich gesagt habe, wie spät es ist. Ja, ist echt so, ich schaue die ganze Zeit auf die Uhr und so, oh Gott, wie kann es jetzt schon wieder so spät sein? Ja, Zeit. Schaurig, schaurig in der Speisekammer. Also ich starte mit gar keinem. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja, doch, hier mit irgendjemand mit einem Schwarz. Oh, doch, doch, hallo. Hallo. Komm, Mäuschen, der Killer ist hier. Das ist der Fallensteller. Schlampiger Schlachter. Wieso krieg ich den denn jetzt? Das ist nicht fair. Ich mich als Gras getarnt habe. Ruin. Ja. Keller hält da nix. Er hätte mich noch ein bisschen weiter tragen können. Ich hätte ein paar Punkte dafür bekommen. Jo, David, dein Tagesziel. Komm. Ja, ja. Er ist ganz weit weg. Ja, ja, ich muss ihn freilassen. Oh, 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 oh. Fummel, fummel. Er kommt so langsam wieder. Ja. Er will mich. Warum David? Oh, in der Hütte ist ein verfluchtes Totem. Okay. Ja, wo auch der Keller ist. Welches Add-on sorgt dafür, dass er Kisten einfach so zerschlagen kann? Was? Was? Also Paletten, nicht Kisten. Ganz schnell oder was? Nee, einfach so mit dem Angriff. Eigentlich Zornesgespenst, oder? Ja, Zornesgespenst, wenn du ihn betäubst, geht die dabei kaputt. Ja, dann war's das. In der Hütte ist das Totem? Ja. Ist die Frage. In der Ecke oben. Mach erst das Totem. Du weißt aber schon, dass ich dich dann wahrscheinlich nicht lebend rauskriege. Ja. Warte, ich geh runter. Ja genau, geh du schon mal runter. Aber Achtung, er hat, glaube ich, beim Fenster eine Falle gelegt. Das ist beim Fallensteller doch Standard. Perfekt. Und er jagt ja auch noch Mr. Nu. Ich entschärf mal die Falle da. Okay, ich heil mal David. David Deckerbauter ist für 100 Jahre alt. Was? Kennst du den? Ah nee, du bist zu jung dafür. Was seid ihr? Auch. Wir sind in hier im Haus. Sag mal, bist du. Ach so. Mal daneben weggerannt. Noch nicht mal versteckt, weißt du? Wo seid ihr? Oh. Na? Da hat ein... jemand Spaß. Ja. Aber da kommt er auch. Okay. Ich hole ihn einfach mal, okay? Ja. Nein, nein! Was ist da los?
Ich hole ihn dann wohl doch mal nicht. Nein, nicht zu mir, nicht zu mir. Ich komme auch gar nicht raus. Ich glaube, er hat bei mir keine Falle gelegt. Ja. Es dauert so ewig. So. Schlampiger Schlachter halt. Drei Leute vom Haken holen? Drei, dann hätten wir ja schon mal zwei. Zwei Totems sind auf der Karte. Ah, Ding. Alle. Steht eine. Bist du tot, wenn du hängst? Ich bin tot, wenn ich hänge.
Ja, das war das. Aber er hat dich gesehen, oder? Nee, doch nicht. Ich dachte jetzt gerade auch so, oh, okay, jetzt steht er genau da. Ich hatte die Karte dabei. Die zeigt alles. Auch die Luke. Nur soll's stimmen. Mhm. Und wo war die? Achso, die hast du dabei gehabt. Die habe ich dabei gehabt, genau. Gefährlich. Kannst du nicht einfach so durchs Fenster gehen beim Fallensteller. Hier geht's nicht so gut. Du bist knapp fahren hier. Aber wie komme ich hier runter? Kommst du da wieder raus? Ah ja, doch hier. Stimmt, da war ja was. Ich habe keinen Plan, wo du gestorben bist. Oben auf dem, sag schnell, wenn du da hoch gehst zu dieser Erhöhung, wo auch immer ein Generator drauf steht, da in der Nähe hat er mich erwischt. Ich habe quasi auf die Hütte geguckt beim Sterben, auf die Kleine. So, hier. Jetzt musst du nur gucken, wo der kaputte Haken ist. Da. Und zack. Du siehst da hinten noch zwei Totems. Das Problem ist, du benutzt sie jetzt nicht. Weil du musst ja erst gucken, wenn du in die Nähe kommst, die muss ja erst erfasst werden auf der Karte, die Luke. Allerdings, da hast du schon 150 Punkte wieder bekommen. Also hier ist auch irgendwas in der Nähe, aber das kann alles sein. Das kann ein Haken sein, das kann eine Truhe sein. Ich glaube, er hat sie schon. Mhm. Ja. Alter, ich habe die ganze Zeit so... Hört ihr das auch? Dieses Entschärfen von der Falle? Und das die ganze Zeit... Ja, er tritt da rein und stellt die neu auf. Ach so, er ist es. Ist die da? Anscheinend schon. Ja, da ist sie. Genau, warte. Drück jetzt mal kurz die rechte Maustaste, dann siehst du es. Du müsstest nachher. Du meinst die Karte benutzen? Die Karte, aber nicht lange. Aber guck in seine Richtung dabei. Da ist okay, er. Hast du gesehen? Genau. Ja. Zwischen der Palette eigentlich. Und es ist keine. Er hat keine Falle gelegt, außer die, in die er reintatscht, weil sonst hättest du die auch gesehen. So. Einfach mal so losspucken. Ja, dann hast du zumindest noch mit der Karte gut was gemacht. Ich hab's jetzt, aber ich die Regenbogenkarte habe. Gut, Jung. Ist der German Guy. Das ist ein guter Abschluss. Ja. Da haben wir wenigstens noch was an den Punkten gehabt. Die blutigen Partyluftschlangen. Genau. Ja, die haben sich das mal rentiert. Ja, zumindest für dich. Obwohl, mit der Karte habe ich ja auch schon Punkte gemacht. Du rennst ja einfach nur rum und kriegst 150 Punkte fürs Nächste. Ja. Du kriegst ja schon 150 Punkte, wenn der Killer dich ein bisschen weiter trägt. Für jedes Teil, was du da entdeckst. Das ist schon schön.
Ja. Gut, so viel dazu. Also, wie gesagt, ich bin für heute raus. Verabschiede mich von meinen Zuschauern, falls das überhaupt jemand sieht. Wenn doch, bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Also bis dann, euer Rönne.